So, dann gucken wir. Ja, so, dann gucken wir jetzt mal zusammen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Weil ich genug Glossy Points gesammelt habe, das macht man, indem man die Produkte auf der Glossybox-Seite, die man so in diesen Glossyboxen und so hat, immer bewertet, habe ich die Glossybox Young dieses Mal kostenlos bekommen. Normalerweise kostet die 9,95 €. Genau, aber man kann die Pink Points entsprechend einlösen und bekommt dann die ein oder andere Box eventuell mal gratis. Das fand ich total super. Wenn du Bock auf dieses Video hast, dann bleib einfach dran. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Aktuell habe ich noch auf meinem Kanal in meinem Maskenvideo Nummer 3, schau doch mal vorbei, meine Verlosung laufen, weil ich 100 Abonnenten erreicht habe. Und zwar kannst du diese wunderschöne Kisu-Palette gewinnen. Tada! So sieht das Schätzchen aus. Ich komme mal etwas näher damit. Ich finde das Packaging total schön und passend. Das ist ja die Glossy Box Young. Und tada! So sieht es von innen aus. Freu dich auf 5 Kosmetik- und Pflege-Highlights, die es mit jedem Spätsommer-Event aufnehmen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Young Beauty Team. Vielen Dank. Ich bin ganz gespannt. Vorsichtig mache ich das Schleifchen auf. Und das hier löse ich auch ganz vorsichtig. Also trotzdem, dass ich Schnupfen habe, kommt mir ein schöner und frischer Geruch aus der Box entgegen. Als erstes, oh geil, fällt mir eine Maske auf. Ich liebe Masken. Ihr kennt das. Ich liebe es. Eine tiefenreinige Fließmaske, eine Intensivmaske, eine schwarze Maske von Sans Souci. Und da bin ich ganz gespannt drauf. Mit Aktivkohle. Das soll dir einfach alles, was eklig ist, aus den Poren ziehen. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Werde ich ausprobieren. Ihr werdet wahrscheinlich mit dabei sein. Neutrogena Deep Moisture Body Lotion. Ja, super. Feuchtigkeitspflege für trockene Haut. Finde ich super. Sowas benutze ich unheimlich gerne auch für meine Schienbeine. Die sind immer sehr, sehr trocken. Das ist halt, wenn man vielleicht viel Strumpfhosen oder Perlonstrumpf oder sowas trägt, dass die Haut dann ja nicht richtig atmen kann und dann trocknet sie einfach aus. Und deswegen bekommen wir ja leider immer diese trockenen Schienbeine. Oh ja, was habe ich hier dran? Von La Cura, eine Long Lashes Mascara für extrem lang wirkende getrennte Wimpern. Oh ja, oh ja, bitte. Sowas finde ich ja großartig. Ich liebe es, neue Marken, neue Mascaras auszuprobieren. Ich habe mittlerweile relativ viele verschiedene Mascaras. Ich hatte jetzt ja auch letztens, das habt ihr in meinem Douglas-Haul gesehen, eine Mascara auch von Karl Lagerfeld und Modelkurs, glaube ich, eine Kombination gewesen. Vielleicht mache ich mal so ein Video, wo ich verschiedene Mascaras auch teste. Ist natürlich eine sehr persönliche Geschichte, weil jeder hat ja, jede von uns hat ja total unterschiedliche Wimpern. Und ja, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir das doch mal einfach unten in die Kommentare, ob ihr sowas cool finden würdet, wenn ich verschiedene Mascaras mal für euch testen würde. So, hier bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich drüber. Dann habe ich hier etwas drin, den hatte ich schon mal, den Intuition Fab. Das ist dieser Rasierer, den habt ihr auch in meinem Aufgebraucht-Video letztens gesehen, der in beide Richtungen rasiert. Ich persönlich war da nicht so begeistert von. Ich benutze 5-Klingen-Männerrasierer und das schon seit Jahren. Ja, also mein Fall war dieser Rasierer nun mal nicht. Den werde ich auf jeden Fall weitergeben, denn bei mir wird er nicht zum Einsatz kommen. Dann habe ich hier eine Zahnpasta drin, die ich tatsächlich auch gerade in Verwendung habe. Das ist die Blendamed White, Blendamed White Whitening Therapy. Da ich ja, ich sage es ja immer wieder und ich gehe euch damit wahrscheinlich auch tierisch auf die Nerven, Ende des Monats, Anfang von Oktober mal ungefähr so grob die Armor Brush bekomme, werde ich dieses Produkt nicht mehr brauchen und dementsprechend werde ich das auf jeden Fall weitergeben. Also für mich ist die leider nichts, aber ich habe sie aktuell in Verwendung und ich muss sagen, sie ist wirklich, wirklich gut. Also ich benutze sie nicht jeden Tag, weil das wäre nicht gut für die Zähne. Ich benutze die so 1 bis 2 Mal die Woche, ne? Und die macht auf jeden Fall wirklich, wirklich schöne Zähne. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ja, ich werde sie jetzt ja bald nicht mehr brauchen, deswegen werde ich sie weggeben. Und das letzte Produkt, und das waren meiner Meinung nach definitiv mehr als 5 Produkte in dieser Box, aber das gucken wir gleich nochmal, ist von La Belle Vienna Never Stop Dreaming Gel Tastic Nail Polish. So eine richtig coole Perlenfarbe. Finde ich richtig, richtig schön. Ich persönlich benutze Nagellack nur auf meinen Füßen, weil ich ja hier Gelnägel habe.
Aber ich glaube, so eine Farbe hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, die auch auf den Füßen zu tragen. Deswegen werde ich den auch behalten. Finde ich schön. Ich finde es auch, das Packaging finde ich natürlich mal wieder schön. Du hast hier oben die Herzchen dran. Es ist halt die Glossy Box Young. Hallo. Und ja, auf sowas fahre ich tierisch ab. Für 9,95 Euro sollte man sich die auf jeden Fall mal holen. Es lohnt sich. Definitiv 1, 2, 3, 4 Produkte, die ich benutzen werde. 2 Produkte, die ich weitergeben werde. Ja, ihr Lieben, vergesst nicht, mich hier unten kostenlos zu abonnieren. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Da findet ihr dann immer wieder auf meinem Kanal verschiedene Videos von meiner Welt. Und ich würde mich sehr drüber freuen, euch in meiner kleinen Welt begrüßen zu dürfen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, genieß die Zeit und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!